Marty McFly hat es geschafft. Nach seinen aufregenden Abenteuern im Jahr 1955 ist er glücklich wieder im Jahr 1985 gelandet. Völlig verblüfft steht er vor dem frisch gewachsenen Geländewagen seines Vaters, der bei seiner Abreise noch einen Unfallschaden hatte. Überhaupt ist alles ganz anders, als es mal war. Denn er, Marty McFly, hat die Vergangenheit verändert. Mann, oh Mann. Wie wär's mit einer Spazierfahrt, Mister? Jennifer, ich wusste schon gar nicht mehr, wie du aussiehst. Lass dich mal ansehen. Martin, nun tu doch nicht so, als hättest du mich eine Woche lang nicht gesehen. Hab ich auch nicht. Hey, alles klar? Alles in Ordnung mit dir? Oh ja. Das ist alles echt toll. Was ist das denn? Was machen Sie hier? Wie sehen Sie aus? Marty, du musst mit mir zurückkommen. Wohin? Zurück in die Zukunft. Wo stehen eure Mülltonnen? Da drüben, aber... Moment mal, was soll das werden doch? Ich brauche keinen Stoff. Sie fahren mit Müll? Ja, womit denn sonst? Marty, worauf wartest du? Schnell, steig ein! Nein, 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 Doc. Ich bin gerade erst angekommen, okay? Jennifer und ich wollen mit dem neuen Wagen eine Spritztour machen. Na gut, nehmen wir sie mit. Sie betrifft das genauso. Immer langsam, Doc. Wovon sprechen Sie? Was passiert mit uns in der Zukunft? Werden wir da alle Idioten oder sowas in der Richtung? Oh nein, 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 Marty. Ihr beide, du und Jennifer, ihr seid okay. Es sind eure Kinder, Marty. Wir müssen was für eure Kinder tun. Unsere Kinder? Also steigt endlich ein. Komm, steig ein, Jennifer. Wir sollten lieber ein Stück zurücksetzen. Auf der Straße hier schaffen wir sonst nie die 140. Straße? Haha, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Martin, ich möchte dir den Aufdruck für die Streichhölzer für mein Autopflegegeschäft. Ein fliegender DeLorean? Was zum Teufel ist hier los? Donnernd erhebt sich der DeLorean mit Doc, Marty und Jennifer in die Luft, durchbricht die Zeitmauer und saust zwischen in der Luft schwebenden Lichtern hindurch, die eine Art Begrenzung bilden. Da drängelt sich plötzlich irgendetwas anderes, halsbrecherisch an ihnen vorbei. Was zum Geier war das? Ja, nur ein Taxi, Marty. Was meinen Sie damit, ein Taxi? Wir fliegen doch. Präzise. Okay, Doc, was ist los? Wo sind wir? Wann sind wir? Wir sind im Landeanflug auf Hill Valley, Kalifornien, um 16.29 Uhr am Dienstag, den 21. Oktober 2015. 2015? Das bedeutet, wir sind in der Zukunft. In der Zukunft? Marty, wie meinst du das? Wie können wir in der Zukunft sein? Jennifer, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du sitzt in einer Zeitmaschine. Und wir sind jetzt im Jahre 2015? Am 21. Oktober 2015. Oh Himmel, dann war das also kein Scherz? Marty, wir können tatsächlich unsere Zukunft sehen. Doc, Sie sagten, wir wären verheiratet, stimmt's? Ja. Oh, ist es eine große Hochzeitsfeier gewesen? Oh, stell dir vor, wir können unsere eigene Hochzeit mit ansehen. Jennifer. Ich werde mein Hochzeitskleid sehen. Wow. Oh, Himmel, bin ich gespannt, wo wir wohnen. In einem großen Haus mit vielen Kindern. Wie viele Kinder haben? Oh. Hey, doch, was zum Geier machen Sie mit Jennifer? Was haben Sie da für ein Ding in der Hand? Keine Bange, Marty. Das ist ein Schlafinduktions-Alpharhythmus-Generator. Sie hat so viele Fragen gestellt. Und kein Mensch sollte zu viel über seine Zukunft wissen. Wenn sie aufwacht, wird sie glauben, es sei alles nur ein Traum gewesen. Achtung, wir landen! Eine kleine Gasse. Wo sind wir hier, Doc? Was machen wir hier? Ach, steig aus. Du musst dir erstmal was anderes anziehen. Muss das sein? Es gießt in Strömen, Doc. Warte noch 5 Sekunden. 3, 4, 5. Ah, auf die Sekunde. Ein Jammer, dass die Post nicht so gut funktioniert wie die Wettervorhersage. Hey, die Zukunft ist ja irre, Doc. Was es jetzt alles gibt? Ich muss mich unbedingt mal umsehen. Alles zu seiner Zeit, Marty. Wir haben ein volles Programm. Erzählen Sie mir was von meiner Zukunft. Ich weiß, ich werde es zu was bringen.
Werde ich sowas wie ein reicher Rockstar, oder? Bitte, Marty, kein Mensch sollte zu viel über sein eigenes Schicksal wissen. Okay, ist ja in Ordnung. Ich bin doch reich, nicht wahr? Marty, bitte, zieh dein Hemd aus, ja? Sieh diese Jacke an. Und diese Schuhe. So, wir haben eine Mission zu erfüllen. Aha, präzise im Zeitplan. Doc, die Jacke passt mir nicht. Sie ist viel zu groß. Warte, du musst hier an der Adjustierung ziehen. Na siehst du, passt. Irre. Echt? Und jetzt krempel die Hosentaschen raus. Alle Jungs in der Zukunft lassen die Taschen raushängen. Und setz diese Mütze hier auf, ja? So, perfekt. Du bist deinem zukünftigen Sohn wie aus dem Gesicht geschnitten. Was? Hilf mir, Jennifer hier rüber zu tragen. Was soll denn das Ganze? Nimm ihre Füße, ja. Wir können sie im Moment nicht gebrauchen. Und hinter den Kartons da kann sie sich ungestört aufschlafen. Okay, und was jetzt? In genau 2 Minuten gehst du um die Ecke ins Café der 80er Jahre. Das Café der 80er Jahre? Ja, das ist ein Nostalgie-Coffeeshop, ein erbärmlicher Abklatsch. Geh rein und bestell dir eine Pepsi. Hier hast du einen 50er. Dann wartest du auf einen Kerl namens Griff. In Ordnung, Griff. Genau. Griff fragt dich dann wegen heute Abend. Ob du mitmachst oder nicht. Sag ihm, dass du kein Interesse hast. Was immer er auch sagt oder was passiert. Sag nein. Du machst nicht mit, klar? Okay. Dann gehst du wieder. Kommst hierher und wartest auf mich. Und rede mit niemandem. Fass nichts an. Tu gar nichts. Und lass es zu keinem Kontakt kommen. Mit niemandem. Sonst noch was? Ich schnall das nicht. Hatten Sie nicht gesagt, dass alles hätte was mit meinen Kindern zu tun? Hier, die Zeitung. Sieh dir an, was mit deinem Sohn geschieht. Meinem Sohn? Hey, der auf dem Foto sieht ja genauso aus wie ich. Ja. Bereits 2 Stunden nach seiner Festnahme wurde Marty McFly Jr. dem Richter vorgeführt und zu 15 Jahren Haft im Staatsgefängnis verurteilt. Ja. Dazu brauchen die nur 2 Stunden? Das Justizsystem der Zukunft arbeitet schnell. Schließlich hat man alle Anwälte abgeschafft. Oh, das ist der Staat. Oh, es kommt noch schlimmer. Nächste Woche versucht deine Tochter, ihn zu befreien und wird zu 20 Jahren verknackt. Meine Tochter? Moment mal, ich habe eine Tochter? Natürlich. Und dieser eine Vorfall löst eine Kettenreaktion aus, die deine ganze Familie vollständig ruiniert, Marty. Hey, Doc, das Datum. Die Zeitung ist ja von morgen. Präzise. Ich war schon etwas weiter in der Zukunft, um herauszufinden, was noch passiert. Ich habe die ganze Sache zurückverfolgt bis zu diesem Vorfall heute. Deswegen sind wir hier. Wir müssen verhindern, dass es jemals dazu kommt. Verdammt, ich bin spät dran. Moment mal, wo wollen Sie denn jetzt hin? Den echten Marty Junior abfangen. Du gehst jetzt für ihn um die Ecke ins Café der 80er Jahre. Und denk dran, sag nur immer nein. Hey, was wird aus Jennifer? Sie kann doch nicht hierbleiben. Ach, keine Bange, ihr passiert nichts. Es dauert nur ein paar Minuten. Oh, Marty, nimm dich vor diesem Griff in Acht. Da ist was falsch gepolt in seinem Bionik-Implantaten. Viel Glück! Marty marschiert hinaus in die Zukunft. Der Rathausplatz von Hill Valley ist völlig verändert. Ein blau leuchtender See lockert die reiche Begrünung auf, aber die Rathausuhr ist immer noch kaputt. Die Plakatwände sind durch elektronische Displays ersetzt worden, auf denen zum Beispiel ein dreidimensionaler weißer Hai für den 19. Teil dieser Schreckenssaga wirbt, indem er vorbeischlenderte Passanten zu verschlingen scheint. Im Café der 80er Jahre hat Marty sich bei dem Servierroboter gerade eine Cola bestellt. Menschliches Personal gibt es schon lange nicht mehr. Als ein alter Mann ihn anspricht, der ihm irgendwie bekannt vorkommt. Hey, McFly. Ja, ich kenne dich doch. Du bist Marty McFlys Junge, stimmt's? Du bist Marty Junior. Hast ja neulisches Pech. Muss ganz schön nerven, den Namen meiner absoluten Flasche zu tragen. Was soll denn das bedeuten? Hallo, McFly. Jemand zu Hause? Hey, lassen Sie mich in Ruhe. Denk nach, McFly. Denk nach. Dein alter Herr, Mensch,
Der ewige Verlierer. Was? Ja, ein Verlierer im Quadrat. Hören Sie, ich weiß zufällig, dass George McFly kein Verlierer mehr ist. Nein, nein, nein. Ich rede hier nicht von George McFly. Ich rede von seinem Sohn. Von deinem alten Herrn, Marty McFly Senior, der sich sein ganzes Leben versaut und die Toilette runtergespült hat. Hab ich das? Ich meine, hat er das? Jetzt hör mal, Opa. Ich hab dir doch gesagt, du sollst den Wagen zweimal wachsen. Und nicht nur einmal. Hey, hey, ich habe ihm doch schon letzte Woche die zweite Schicht verpasst. Ja, mit geschlossenen Augen. Komm raus und scann dir das rein. Seid ihr verwandt? Ja. Hallo. Hallo, McFly. Jemand zu Hause? Glaubst du etwa, Griff nennt mich seiner Gesundheit zuliebe, Opa? Er ist Griff? Wofür zum Teufel wirst du eigentlich bezahlt, Opa? Mach dich vom Acker und putz die Mühle. Schon gut, schon gut. Und, Junge, grüß deine Großmutter von mir. McFly, rühr dich nicht vom Fleck. Ich komm gleich zurück. Und dann bist du dran. In einer Ecke des Cafés haben zwei Kids einen großen Kasten mit einer Mattscheibe entdeckt. Was ist denn das für ein Ding? Ah, ein Videospiel. Ich hab's zum Laufen gebracht. Mein Dad hat mir davon erzählt. Wie bootet man die Dinger? Hey, das ist der wilde Westmann. Und was macht man damit? Ich zeig's dir, dann bin ich Meister. Pass mal auf. Wo ist denn der elektronische Revolver? Muss man das mit den Händen spielen? Oh, das ist ja Babyspielzeug. Echt ätzend. Diesen altmodischen Kasten können Sie in den Orbit jagen. Ja, am besten einstampfen, ist doch langweilig. Oh, mit so einem Short haben Sie sich früher amüsiert. Nicht aus. Kann ich eine Cola kriegen? Verdammt, mein Sohn! Volle Deckung! Und mit einem Hechtsprung rettet sich Marty hinter den Tresen. Da fliegt auch schon wieder die Tür auf und der schreckliche Griff kommt zurück, gefolgt von seinen Leuten. Griff sieht eigentlich aus wie ein Roboter, mit all seinen bionischen Bauelementen, die die defekten Teile seines Körpers ersetzen. Hey, McFly, du hast ja brav gewartet. Griff, hi Leute, na, wie geht's denn so? McFly? Was denn? Ich hoffe, du hast dich entschieden wegen heute Abend. Also, was wird? Ah, oh, ja, Griff, weißt du, ich habe darüber nachgedacht und ich schätze, naja, ich finde, es könnte vielleicht ein bisschen gefährlich werden und, Ich werde dich schon zum Singen bringen. Oh, nein, 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 nein. Mein Sohn ist der absolute Schlaffmann. Also, was wird denn nun mit uns, McFly? Machst du mit oder nicht? Weißt du, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mitmache. Ich sollte das erst mit meinem Vater besprechen. Was? Komm her, du! Jetzt bring ich dir das Fliegen bei. Ah! Griff packt den jungen McFly und schleudert ihn mit Wucht über den Tresen. Marty Junior landet direkt und ziemlich unsanft neben seinem zukünftigen Vater. Ah! Fliegen und halt die Klappe. Jetzt hör mir mal gut zu, du Pfannkuchenvisage. Na sowas? Seit wann hast du Mumm in den Knochen? Die Antwort ist nein, Griff. Nein? Ja, was ist denn? Bist du taub und blöd? Ich sag dir nein. Hast wohl die Hosen voll, du feige Sau. Wie hast du mich eben genannt, Griff? Feige Sau, McFly. Niemand nennt mich eine feige Sau. Okay, du Mistfliege. Jetzt werde ich dir die Löffel putzen, dass du 3 Wochen das Schaller nicht los wirst. Nur die Ruhe. Ich meine... Hey, seht mal da hinter euch. Wo? Wiedersehen. Das Schwein will uns reinlegen. Hinterher. Vor der Tür schnappt sich Marty ein kleines Mädchen, das gerade vorbeikommt und will sich ihr Skateboard leihen. Doch die Dinger heißen jetzt Hoverboard und flitzen 20 Zentimeter über dem Boden dahin. Ziemlich wackelige Angelegenheit. Marty wagt es trotzdem. Und die ganze Sache endet damit, dass Griff und seine Gang an Marty vorbei durch den Rathauseingang sausen. Allerdings ohne vorher die Tür aufzumachen. Marty tritt unbemerkt den Rückzug an, wird aber ein paar Meter weiter schon wieder angesprochen.
Heute die Rathausuhr. Hey, Junge, wenn du einen Hunderter hast, hilfst du die Rathausuhr zu retten? Tut mir leid, nein. Na komm schon. Es ist ein wichtiges historisches Wahrzeichen. Heute nicht, vielleicht ein andermal. Vor 60 Jahren hat da ein Blitz eingeschlagen. Ja, ich weiß. Hey, was steht denn da auf dem Werbedisplay? Die Cubs gewinnen die amerikanische Baseballmeisterschaft? Gegen Miami? Ja, das ist super, was? Wer hätte das gedacht? So schlecht wie die Wetten standen. Ich wünschte, ich hätte am Anfang der Saison mein ganzes Geld auf die Cubbies gesetzt. Aber Miami sind doch die Letzten. Was haben Sie gesagt? Ich wünschte, ich hätte am Anfang der Saison mein ganzes Geld auf die Cubbies gesetzt. Genau, das ist es. Was ist was? Schon gut, aber vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Bitte, bitte. Rettet die Rathausuhr. Kurz darauf trifft Marty sich mit Doc, der in dem DeLorean heranschwebt. Und genau das beobachtet der alte Biff. Und einen fliegenden DeLorean hat er seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ein paar Meter weiter läuft dann auch noch Marty McFly Junior über die Straße. Und langsam beginnt der alte Biff, neugierig zu werden. Doch das ahnen Marty und auch Doc nicht, der übrigens seinen alten Freund mitgebracht hat. Einstein! Ich hatte ihn in einem Zeitvakuum in Pflege gegeben. Er hat meine Abwesenheit nicht mal bemerkt. Na, mein Lieber, warst du brav? Was im Namen von Sir Isaac Newton ist denn mit dem Rathausportal passiert? Das habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt, Doc. Mein Sohn ist plötzlich aufgetaucht und da war natürlich der Teufel los. Dein Sohn? Großer Gott! Der Schlafinduktionsgenerator, das hatte ich befürchtet. Weil ich ihn bei Jennifer benutzt hatte, war nicht mehr genug Energie übrig, um deinen Sohn eine volle Stunde auszunocken. Verdammt! Doc, 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 sehen Sie sich die Zeitung an. Hier, das Titelblatt verändert sich. Jetzt da. Bande verhaftet. Nicht mehr Marty McFly. Ja, ja, selbstverständlich. Weil das Ereignis mit dem Hoverboard und dem Rathausportal eingetreten ist, muss Griff jetzt ins Gefängnis gehen. Deshalb wird dein Sohn heute Abend nicht mit ihm mitgehen. Und der Raubüberfall findet niemals statt. Folglich ist die Geschichte verändert worden. Und das neue Titelblatt hier, der morgigen Zeitung, ist der Beweis. Marty, wir haben Erfolg gehabt. Nicht so, wie ich es geplant hatte, aber das ist egal. Wir holen jetzt Jennifer und dann fliegen wir nach Hause. Hast du das gehört, Einstein? Nach Hause! Was hast du denn da, Marty? Ach, das ist nur ein Souvenir. So ein Heft. Ich meine, ich hab's mir in dem Antiquitätenladen da drüben gekauft, bevor sie kam. Lass mal sehen. 1950 bis 2050 Jahre Sportstatistik. Alle Ereignisse auf einen Blick. Das ist ja wohl kaum die richtige Freizeitlektüre, Marty. Du solltest dich mit etwas anspruchsvolleren Dingen beschäftigen. Ach, wissen Sie, Doc, was kann das schon schaden, wenn ich ein paar Infos über die Zukunft mitnehme? Wissen Sie, vielleicht können wir ein bisschen weg. Marty, ich habe die Zeitmaschine nicht erfunden, um irgendwelches Profitstreben zu unterstützen. Mein Ziel ist es, neue Erkenntnisse über die Menschheit zu sammeln. Wo wir waren, wo wir hingehen. Die Probleme und die Möglichkeiten. Die Gefahren und die Versprechungen. Vielleicht sogar die Antwort auf die allumfassende Frage. Warum? Hey, Doc, dafür bin ich ja auch. Aber man kann doch mal ein paar Dollar nebenher kassieren. Ich werde das jetzt unverzüglich in den Müll werfen. Gütiger Himmel. Polizei! Sie haben Jennifer entdeckt. Bleib hier! Der Computer spuckt was aus. McFly. Jennifer Jane Parker. Oakhurst Street. 3793. Hilldale. Alter 47. Ich möchte wissen, wo die sich liften ließen. Was zum Geier machen die denn dort, Doc? Sie haben sie über den Daumenabdruck identifiziert. Da sich der Daumenabdruck niemals ändert, nehmen sie einfach an, sie sei die Jennifer der Zukunft. Okay, jetzt müssen wir aber dazwischen gehen. Schon, was sollen wir sagen, dass wir Zeitreisende sind? Die werden uns ins Irrenhaus stecken. Was geben Sie vor? Fahren wir Sie nach Hause. Nach Hilde? Ja. Als wir da draußen sind, ist es stockdunkel. Sie wollen sie nach Hause bringen. In dein zukünftiges Zuhause. Okay, wir fliegen ihnen nach, holen Jennifer da raus und düsen zurück nach 1985. Sie meinen, ich sehe, wie ich wohnen werde und ich begegne mir als altem Mann? Nein, 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 Marty, das führt womöglich zu einer...
Gütiger Himmel. Jennifer könnte eventuell ihrem zukünftigen Ich über den Weg laufen. Die Konsequenzen würden in einer Katastrophe gipfeln. Wie meinen Sie das, Doc? Ich sehe zwei Möglichkeiten voraus. Erstens, die Konfrontation mit ihrem 30 Jahre älteren Ich versetzt ihr einen Schock und sie fällt in Ohnmacht. Oder zweitens, die Begegnung bewirkt ein Zeitparadoxon, das eine Kettenreaktion auslöst, die die Struktur des Raumzeitkontinuums auflöst und das gesamte Universum vernichtet. Zugegeben, das wäre der schlimmste Fall. Es ist allerdings auch möglich, dass sich die Zerstörung in Grenzen hält und sich nur auf unsere Galaxis bezieht. Was für ein Trost. Ich danke Ihnen vielmals. Es geht los. Hoffentlich finden wir Jennifer, bevor sie sich selbst findet. Und diese Sportstatistik lassen wir hier. Ich habe die Zeitmaschine nicht erfunden, um beim Wetten zu gewinnen, sondern ich habe sie erfunden, um durch die Zeit zu reisen. Ich weiß. Kaum hat der DeLorean die Verfolgung aufgenommen, kommt der alte Biff um die Ecke gehumpelt. Er hat alles mit angehört und fischt das Heft wieder aus dem Müll. Dann winkt er sich ein Taxi heran und folgt den beiden Zeitreisenden. In Hilldale bringen die Polizistinnen wenig später die schlaftrunkene Jennifer zu ihrem vermeintlichen Haus. Hilde, nichts weiter als eine Brutstätte für Trunkies, Nullköpfe und Outsider. Man sollte das ganze Viertel abreißen. Genau. Na los, Sie haben ein bisschen was geladen, aber ich glaube, Sie können allein laufen. Haben Sie nicht. Oh. Leg Ihre Hand auf die Kontaktplatte, damit die Tür aufgeht. Na gut. Komm, wir setzen Sie hier aufs Sofa. Okay, komm. Oh. Hören Sie, lassen Sie es langsam angehen. Dann kommen Sie auch wieder auf die Beine. Und seien Sie in Zukunft etwas vorsichtiger. In Zukunft? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Mrs. McFly. Ich hasse diese verdammten Betrunkenen, besonders Frauen. Wo bin ich denn hier? Was, Da ist ja ein Foto von Marty und mir. Ein Hochzeitsfoto. Mein Hochzeitsfoto! Ich bin in der Zukunft. Ich habe eine von diesen Schnellhochzeiten gemacht. Mom? Oh Gott, ich muss hier schnellstens raus. Verflixt. Oh, es kommt jemand. Die Abseite. Mom, bist du das? Oh, Großmutter Lorraine. Plätzchen, hi. Oh, was ist denn mit Großvater passiert? Warum hängt er denn schon wieder in schwebenden Wirbelsäulenstrecke? Oh, weil er sich mal wieder den Rücken verrenkt hat. Ja, wie geht's denn Grandpas kleinem Pummelchen? Wie hast du denn das gemacht? Oh, das ist auf dem Golfplatz passiert. Ist deine Familie noch nicht zu Hause? Ich habe für uns alle Pizza mitgebracht. Oh, wer soll denn das alles essen? Ich zum Beispiel. Oh nein, euer Projektionssystem ist immer noch kaputt. Als der vom Vision Screen zu Deadfire Gesau gesagt hat, ist er ausgeflippt. Marlene, das größte Problem deines Vaters ist, dass er die Beherrschung verliert, sobald ihn jemand feige Sau nennt. Ach, George, wie oft haben wir das schon gehört. Mom, es soll niemand von mir denken, dass ich eine feige Sau bin. Du hast recht. Genau so. Vor 30 Jahren beschloss dein Vater, allen zu beweisen, dass er keine feige Sau ist. Und das endete dann mit einem Autounfall, nicht wahr? Oh, du meinst den mit dem Rolls-Royce? Ja, mit dem Rolls-Royce. Und während im Haus über das Schicksal von Marty McFly diskutiert wird, landet draußen in einer Seitenstraße der DeLorean. Schon gut, Annie.
Wir suchen jetzt Jennifer. Ich krieg mich nicht mehr ein. Hier wohne ich? Tolle Gegend. Oh, gut gemacht, McFly. Marty, du bleibst hier. Zieh dich um. Falls ich dich brauche, rufe ich dich. Ach, kommen Sie, Doc. Ich möchte mir mein Haus ansehen. Wir können nicht riskieren, dass du deinem älteren Ich über den Weg läufst. Komm schon, ein in die Zeit drängt. Na komm schon, komm schon! Marty ist frustriert. Zu gern hätte er einen Blick in sein Heim der Zukunft geworfen. Aber er weiß auch, dass der Doc recht hat. Also beschließt er, sich ein bisschen die Beine zu vertreten und schlendert durch die zukünftigen Straßen von Hilldale. Kaum ist Marty um die Ecke gebogen, landet ein Taxi hinter dem DeLorean. Die Tür geht auf und der alte Biff steigt aus. An seinem Stock humpelt er die paar Meter zu der fliegenden Zeitmaschine, setzt sich hinein und startet in eine andere Zeit, welche das auch immer sein mag. In Martys Haus diskutieren seine Mutter, sein Vater und seine Tochter immer noch über den Unfall. Nun, die Wahrheit ist, wenn Marty ein bisschen gesunden Menschenverstand gehabt hätte, wäre das alles gar nicht erst passiert. Dieser Unfall hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die Martys Leben total versaut hat. Ach, Oma. Doch, doch. Ohne diesen Unfall wäre das Leben deines Vaters völlig anders verlaufen. Der Mann im Rolls-Royce hätte keine Anzeige erstattet. Marty hätte sich nicht die Hand gebrochen und niemals mit der Musik aufgehört. Außerdem hätte er sich nicht all die Jahre beklagen und bemitleiden müssen. Du hast völlig recht. Kind, ich glaube, deine Mutter hat ihn nur aus Mitleid geheiratet. So ein liebes Mädchen. Ich glaube, sie hätte was Besseres verdient. Guten Abend, Hi, Leute! Ah, du kommst gerade richtig. Ich habe Pizza mitgebracht. Oh. Ich muss ihn nur noch hydrieren. Mach nur, Oma. Ich sehe noch eine Runde fern. Okay, ich brauche die Kanäle 18, 24, 63, 109, 87 und den Wetterbericht. Fliegen Sie mit US Air zum Surfurlaub nach Vietnam. Ihr Surfparadies in Südostasien liegt jetzt 3 Stunden entfernt vor Ihrer Haustür. Und wenn Sie schon willkommen in Vietnam zu Hause, sind, wandeln Marty. Sie ein paar Schritte auf dem Herr des Hauses, ja, König des wieder. Schlosses und Herrscher dieses Reiches. Hallo, guten Abend. Hi. Oh, Marty, wie war dein Tag? Oh, wie wird er schon gewesen sein? Hallo, Dad. Hey, mein Sohn, guckst du zur Abwechslung mal wieder fern? Jetzt verschwinde in dein Zimmer. Du hast deinen eigenen Fernseher. Dad, damit kann ich aber nur 2 Programme gleichzeitig sehen. Ah ja, ihr Kinder habt's echt schwer. Als ich in deinem Alter war, da musste ich 2 Fernseher nebeneinander stellen, wenn ich 2 Programme gleichzeitig sehen wollte. Wann gibt's nun endlich Pizza? Also, ich finde, wir sollten mit dem Abendbrot auf Jennifer warten. Sie hätte schon vor Stunden hier sein müssen. In letzter Zeit weiß ich kaum noch, wo sie sich rumtreibt. Sie hat wohl wieder eine von ihren Launen. Verstehst du dich nicht mehr mit Jennifer? Oh, doch, großartig, Mom. Wir sind wie 2 Teenager, weißt du? Telefon ist Needles. Na schön, ich gehe im Arbeitszimmer ran. Weißt du denn nicht, wo deine Mutter ist, Marlene? Keine Ahnung. Umschalten. Bildschirm an. Hey, hey, Big M. Wie steht's denn, McFly? Hallo, Needles. Also, hast du dir meinen kleinen geschäftlichen Vorschlag mal überlegt? Ich weiß nicht, Needles. Wovor hast du Schiss? Wenn die Sache klappt, dann sind alle deine finanziellen Probleme gelöst. Und wenn's nicht klappt, Needles, kann er mich feuern. Es ist illegal. Ich meine, was ist, wenn Futschi uns abhört? Der alte Futschi kriegt das niemals raus. Nun komm schon. Steck deine Karte in den Schlitz und ich erledige alles. Ich weiß nicht, Needles. Ich weiß wirklich nicht. Willst du denn, dass sich alle in der Firma für eine feige Sau halten? Niemand nennt mich eine feige Sau, Needles. Niemand. Na gut. Du bist also keine feige Sau. Beweise es. In Ordnung. Okay, Needles. Hier ist meine Karte. Scanne sie, ich bin dabei. Danke, McFly, danke. Wir sehen uns morgen in der Fabrik. McFly! Fushitsu-san! Konnichiwa! McFly, ich habe das Scan, das Sie gerade interfaced haben, abgehört. Damit sind Sie ausgeknipst. Ausgeknipst? Nein, nein. Es war nicht meine Schuld, Sir. Es war Needles.
Needle steckt hinter der ganzen Sache. Und Sie haben mitgemacht. Es war illegal und das wussten Sie. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe ihm eine Falle gestellt. Ich wollte ihn reinlegen. Ich wollte ihn morgen früh einen Fax schicken. Sie sind gefeuert, McFly. Nein, bitte, Sie dürfen mich nicht. Ich bin gefeuert. Oh Mann, das ist stark. Was soll ich nur Jennifer sagen? In der Abseite einer kleinen Nische hat die junge Jennifer ungläubig alles beobachtet. Plötzlich klopft es hinter ihr gegen die Scheibe des kleinen Fensters. Oh. Jennifer! Jennifer! Oh, Doc, ich bin ja so glücklich, dass Sie da sind. Schleich dich zur Vordertür raus, ich treffe dich dort. Aber die lässt sich doch nicht öffnen, sie hat keine Türklinke. Du musst den Daumen auf die Kontaktplatte drücken. Im nächsten unbeobachteten Augenblick schleicht sich Jennifer zur Wohnungstür, drückt den Daumen auf die Kontaktplatte und steht ihrem älteren Ich gegenüber. Beide Frauen fallen in Ohnmacht. Doch zum Glück ist Doc zur Stelle und schleppt Jennifer in die Seitenstraße, wo der DeLorean wieder steht, als wäre der alte Biff nie damit fort gewesen. Weder Doc noch Marty, der gerade von einem Spaziergang zurückkommt, ahnen, dass sie ungebetenen Besuch gehabt haben. Marty! Marty! Marty, komm schnell, beeil dich! Fass mal mit an! Okay, Doc. Was ist passiert? Ist ihrem älteren Ich begegnet und bekam einen Schock, genau wie ich's vorausgesagt hatte. Aber das gibt sich. Wir bringen sie zurück nach 1985 und dann werde ich die Zeitmaschine zerstören. Zerstören? Aber was wird aus diesen Forschungen über die Menschheit? Wohin wir gehen und warum? Ach, die Risiken sind zu groß. Der Vorfall beweist es. Ich muss mir meiner Verantwortung bewusst sein. Stell dir doch bloß mal vor, wenn die Zeitmaschine in falsche Hände fiele. Ich bedauere nur, dass ich dann nie mehr die Chance bekommen werde, meine Lieblingsvergangenheit zu besuchen. Den Wilden Westen. Aber Zeitreisen sind zu gefährlich. Wir fliegen nach Hause. Steig ein, Martin. Eine Minute später hebt der DeLorean ab, beschleunigt und durchbricht die Zeitmauer ins Jahr 1985. Sie landen vor Jennifers Haus und laden das ohnmächtige Mädchen aus. Komm, wir legen sie auf die Schaukel. Wenn sie hier bei sich zu Hause aufwacht, wird sie denken, dass alles nur ein Traum war. Wie lange schätzen Sie, wird sie noch weg sein? Das weiß ich nicht genau. Sie hat einen ziemlichen Schock erlitten. Könnte ein paar Minuten dauern. Vielleicht sogar Stunden. Ist noch gar nicht aufgefallen, dass die Fenster vergittert sind. Na, ich gehe dann jetzt auch nach Hause. Falls du mich brauchst, ich bin im Labor und demontiere den DeLorean. Okay, Doc. Bis später. Zu Fuß macht sich Marty auf den Nachhauseweg durch die nächtlichen Straßen. Aber er traut seinen Augen nicht. Das ganze Viertel wirkt verwahrlost. Autowracks liegen auf dem Bürgersteig. Polizeisirenen heulen in der Nähe vorbei. Plötzlich peitschen auch noch Schüsse durch die Nacht. Er begreift überhaupt nichts mehr. Sind sie vielleicht doch in einem falschen Jahr gelandet? Auf einer Veranda sieht Marty eine Zeitung liegen. Er läuft hinüber und hebt sie auf. Oktober 1985? Aber das gibt's doch gar nicht! Lass sie fallen! Aha. Du bist also der Mistkerl, der mir jeden Tag meine Zeitung klaut. Mr. Strickland! Mr. Strickland, ich bin's, Sir Marty! Wer? Marty McFly! Marty McFly! Kennen Sie mich denn nicht mehr aus der Schule, Sir? Ich hab dich noch nie in meinem Leben gesehen. Du kommst mir aber vor wie eine Null. Ja, Sie haben recht, Sie haben recht, ich bin eine Null. Wissen Sie es nicht mehr? Ich musste letzte Woche bei Ihnen nachsitzen. Letzte Woche?
Die Schule ist vor 6 Jahren abgebrannt. Du hast jetzt genau noch 3 Sekunden Zeit, meine Veranda zu verlassen, bevor ich dich einen Kopf kürzer mache. 1! Nein, bitte nicht, Mr. Strickland. Ich wollte doch nur wissen, was hier los ist. 2! Hey, Strickland! Verdammt, Deckung! Ah! Ah! Ich mache euch alle, ihr Null! Marty stolpert davon durch die völlig veränderte Stadt. Als er am Gerichtsgebäude vorbeikommt, bleibt er wie angewurzelt stehen. Ein glitzernder Glücksspielpalast erhebt sich funkelnd über den verdreckten Straßen, die von gröhlenden Rockern bevölkert werden. In Leuchtschrift glüht der Name des Erbauers durch die Nacht. Biff Tannen. Und vorne, gleich am Eingang zu der protzigen Spielhölle, läuft ein Video, das die Geschichte eben dieses Mannes erzählt. Erleben Sie Biffs bescheidene Anfänge und wie ihn dann ein Ausflug zur Rennbahn an seinem 21. Geburtstag zum Millionär machte. Erleben Sie eine sagenhafte Glückssträhne, die ihm den Spitznamen größter Glückspilz der Erde einbrachte. Hören Sie, wie Biff dank dieser Glückssträhne sein weitreichendes Imperium mit dem Namen Biff aufbaute. Erfahren Sie, wie sich Biff 1979 erfolgreich für die Legalisierung des Glücksspiels einsetzte und Hill Wallays verfallenes Gerichtsgebäude in ein prächtiges Spielcasino und Hotel umwandelte. Lernen Sie die Frauen kennen, die ihm bei seiner leidenschaftlichen Suche nach wahrer Liebe begegnen. Und erleben Sie Biffs glücklichsten Augenblick mit, als er 1973 seinen ein Leben lang gehegten romantischen Wunsch verwirklichte und die Frau seiner Träume von der Highschool hinrichte, Loring Baines McFly. Nein! Hey, hör auf, hier rumzuschreien. Du kommst mit uns nach oben. Nein, nein. Hab ich nicht. Nein. Hör zu, Sonny, wir können es dir leicht machen. Oder auch schwer. Ich hab verstanden, ja. Und dann geht bei Marty das Licht aus, denn er ist von hinten niedergeschlagen worden. Marty kommt wieder zu sich. Das Zimmer, in dem er liegt, ist dunkel. Vor dem Fenster glaubt er, die Silhouette seiner Mutter zu erkennen. Ach, Mom? Mom, bist du das? Ganz ruhig, Marty. Du hast fast 2 Stunden geschlafen. Oh, ich... Was für ein Horrortrip. Es war furchtbar. Wirklich? Jetzt bist du wieder gesund und munter. Daheim in der 27. Etage. In der 27. Etage? Mom! Mom, das bist doch nicht du! Doch, ich bin's. Ist alles in Ordnung mit dir? Oh, mir geht's prima. Es kommt nur daher, weil du plötzlich so gewaltige Formen hast. Es wird alles wieder gut, Marty. Hast du Hunger? Ich kann den Zimmerservice rufen. Zimmerservice? Lorraine! Himmel, das ist dein Vater. Mein Vater? Du verfluchter Mistkerl! Du solltest doch in der Schweiz sein, stimmt's? Biff? Mein Vater? Bist du schon wieder aus dem Internat rausgeflogen, hä? Na, verdammt, Lorraine! Begreifst du überhaupt, wie viel Kohle ich für den nichtsnutzigen Bengel hier verballere? Und für deine anderen, missratenen Gören? Zum Teufel, wir können es uns leisten. Was kümmert dich das? Das Mindeste, was wir mit dem Geld anfangen können, ist, unseren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Oh, halt den Rand eine Sekunde, ja? Ich will da mal was klarstellen. Marty ist dein Sohn und nicht meiner. Und alles Geld der Welt wäre für diesen faulen Penner in den Wind geblasen. Ich bitte dich, Biff, hör auf damit. Tja, guck ihn dir an. Er ist eine Flasche, genau wie sein Alter. Es steht dir nicht zu, in diesem Ton über George zu reden. Du bringst doch nicht mal die Hälfte von ihm. Was? Du Schlampe! Du feiges Mistschwein, du! Lass meine Mutter in Ruhe! Immer noch der kleine Hitzkopf, was?
Wolltest du mir etwa eine ballern? Na, du kriegst auch gleich noch eine. Verdammt, Biff, das reicht. Ich verlasse dich. Hohoho, nur zu. Aber streng mal dein Köpfchen an, Lorraine. Wer wird dir die ganzen Klamotten bezahlen? Hä? Und die Klunkern und den Schnaps. Und wer löhnt die kosmetischen Operationen, Lorraine? Du wolltest doch, dass ich diesen Vorbau kriege. Wenn du ihn zurückhaben willst, von mir aus gern. Pass auf, Lorraine. Wenn du jetzt zur Tür rausgehst, kriegen weder du noch deine Kinder einen einzigen lumpigen Dollar. Das machst du nicht. Warum nicht? Ich fange bei deiner Tochter Linda an. Ich lasse ihre Kreditkarten sperren. Dann kann sie ihre Schulden bei der Bank alleine regeln. Und deinem idiotischen Sohn Dave werde ich die Bewährung vermasseln. Und was Marty angeht, ich weiß nicht, vielleicht möchtest du deine drei Kinder im Knast besuchen, wie dein Bruder Joey. Eine glückliche Familie von Knastvögeln. Gut, Biff. Du hast gewonnen. Ich bleibe. Und jetzt zu dir, Marty. Hör jetzt gut zu. Ich bin in einer Stunde wieder hier oben. Und dann bist du verschwunden. Verstanden? Er hatte recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Mom, was sagst du da? Du nimmst ihn auch noch in Schutz? Ich hab's verdient, Murphy. Er ist mein Mann und er versorgt uns alle. Und deshalb müssen wir ihn respektieren. Respektieren? Dein Mann? Wie kann er bloß dein Mann sein? Wie konntest du seinetwegen Dad verlassen? Dad verlassen? Marty, geht's dir etwa nicht gut? Nein, es geht mir nicht gut. Ich verstehe nicht ein einziges Wort. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und warum mir keiner eine ehrliche und offene Antwort gibt. Diesmal müssen sie dir ganz schön doll auf den Schädel geschlagen haben. Mom, hör zu, ich will nur eins wissen. Wo ist mein Vater? Wo ist George McFly? Marty, George, dein Vater, ist an demselben Ort, wo er die letzten 12 Jahre verbracht hat. Auf dem Oak Park Friedhof. Entsetzt rennt Marty los und stolpert wenig später über den dunklen Friedhof. Vor einem der Grabsteine bleibt er wie angewurzelt stehen. Es ist der Grabstein von George McFly. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein. 15. März 1973. Nein, oh bitte, nein. Das kann doch nicht passiert sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist völlig... Tut mir leid, Marty. Leider ist es passiert. Und zwar alles. Doc! Als ich das von deinem Vater erfuhr, dachte ich mir, dass du herkommen würdest. Dann wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Sie wissen, was am 15. März 1973 los war? Ja, Marty, das weiß ich. Ich war in der Stadtbücherei, um eine vernünftige Erklärung für diesen Wahnsinn zu bekommen. Sie war geschlossen, mit Brettern vernagelt. Also bin ich eingebrochen, um mir diese Zeitungen hier zu beschaffen. Dein Vater ist am 15. März 1973 ermordet worden. Ermordet? Das kapiere ich nicht, Doc. Ich meine, wie war das alles möglich? Das ist ja so, als ob wir in der Hölle gelandet wären. Nein, Junge, wir sind in Hill Valley. Obwohl ich mir die Hölle nicht schlimmer vorstellen kann. Offenbar ist das Zeitkontinuum unterbrochen worden und hat dann diese neue temporale Geschehnisfrequenz erzeugt, die zur alternierenden Realität führte. Können Sie mir das erklären, Doc? Warte mal, ich male es dir auf. So, stell dir vor, dass diese Gerade hier die Zeit darstellt. Hier ist die Gegenwart, 1985. Hier die Zukunft und da die Vergangenheit. Von diesem gewählten Zeitpunkt irgendwann in der Vergangenheit wich dieser Zeitstrahl ab und führte zu einem veränderten 1985. Es war sowohl für dich verändert als auch für mich und Einstein. Aber es ist die Realität für alle anderen. Weißt du, was das hier ist? Das ist die Tüte, in der Sportalmanach war. Ich weiß es, weil die Rechnung noch darin lag. Ich fand beides zusammen in der Zeitmaschine hiermit. Das ist
der Griff von Biffs Stock? Ich meine von dem alten Biff, dem aus der Zukunft. Korrekt! Der Griff war in der Zeitmaschine, weil Biff in der Zeitmaschine war. Zusammen mit dem Sportalmanach. Oh, scheiße. Verstehst du? Während wir in der Zukunft waren, nahm sich Biff das Sportbuch, stahl die Zeitmaschine, fuhr schleunigst zurück und gab sich selbst an irgendeinem Zeitpunkt der Vergangenheit das Buch. In der Zeitung stand, dass Biff 1958 seine erste Million durch eine Wette beim Pferderennen gewonnen hat. Das war nicht nur Glück. Nein, er wusste es. Weil alle Rennergebnisse im Sportalmanach standen. Auf diese Art hat er sein ganzes Vermögen gemacht. In der Zeitung war übrigens auch ein Bild von ihm an seinem Glückstag. Und was glaubst du, steckte in seiner Tasche? Der Almanach. Ach, dieser Mistkerl hat mir meine Idee gestohlen. Er muss zugehört haben, als ich... Ach, es ist meine Schuld. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich das verdammte Buch nicht gekauft hätte, dann wäre alles niemals passiert. Ach, das ist Vergangenheit. Zu meiner Zukunft. Wie auch immer, es beweist doch nur, wozu diese Zeitreisen missbraucht werden können. Und dass die Zeitmaschine zerstört werden muss, nachdem wir diese Panne dort ausgebügelt haben. Richtig, wir fahren also zurück in die Zukunft und hindern Biff daran, die Zeitmaschine zu stehlen. Das geht nicht, weil wir nämlich von unserem jetzigen Zeitpunkt in die Zukunft reisen müssen. Und zwar in die Zukunft von dieser, der heutigen Realität. Dort haben wir es mit einem mächtigen Biff zu tun, der korrupt ist und der mit deiner Mutter verheiratet ist. Und in dieser Zukunft werde ich verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Nein! Unsere einzige Chance, die Gegenwart in Ordnung zu bringen, liegt in der Vergangenheit. An dem Punkt, wo die Zeit gerade abknickte. Um das Universum wieder dahin zurückzubringen, wie es in unserer Erinnerung ist, und um wieder in unsere eigene Realität zurückzukehren, müssen wir das exakte Datum herausfinden und die spezifischen Umstände, wie, wo und wann der junge Biff den Sportalmanach in die Hand bekam. Kein Problem. Ich werde ihn fragen. Marty schleicht sich an den Leibwächtern seines Stiefvaters vorbei und platzt einfach in sein Büro. Willst du missratene Schmeißfliege denn hier? Ich hatte dir doch gesagt... Den Sportalmanach. Sagen Sie mir erst, wie Sie ihn bekommen haben. Wie, wo und wann? In Ordnung. Setz dich hin. Also, 12. November 1955. Das ist die Antwort auf das Wann. 12. November, das war doch der Tag, an dem ich zurückfuhr. Das war der Tag des berühmten Hill Valley-Gewitters. Du hast in Geschichte aufgepasst. Wirklich gut. Ich werde diesen Sonnabend nie vergessen. Ich hatte gerade meinen Wagen aus der Werkstatt geholt, weil ich ein paar Tage zuvor ein Rennen gefahren bin. Ich dachte, Sie sind in einen LKW mit Mist reingefahren. Sag mal, woher weißt du das? Mein Vater hat mir davon erzählt. Dein Vater? Vor seinem Tod. Ach ja, richtig. Also, ich kümmerte mich um meinen eigenen Kram, als dieser verrückte alte Knacker mit dem Krückstock auftauchte. Er sagte, wir sind verwandt. Ich hielt das nur für einen Spruch. Doch dann sagte er, möchtest du gerne reich werden? Und ich sagte, na klar. Daraufhin rückte er dieses Buch raus. Er sagte, darin stehen alle Ergebnisse sämtlicher Sportwettkämpfe bis zum Ende des Jahrhunderts. Das heißt, ich brauchte nur auf den Sieger zu setzen und würde niemals verlieren. Und ich sagte, wo ist der Haken? Darauf er, es gibt keinen Haken. Du musst nur schweigen können. Dann haute er ab. Ich habe ihn niemals wiedergesehen. Ach ja, da war noch was. Er sagte, eines Tages wird vielleicht ein verrückt aussehender Wissenschaftler oder ein Junge auftauchen und nach dem Buch fragen. Und falls das jemals passiert, töte sie. Komisch. Ich hätte nie geglaubt, dass du das sein würdest. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Halt! Halt! Stehen bleiben!
Nach einer wilden Verfolgungsjagd stellt Biff seinen Stiefsohn auf dem Dach des Casinos. Marty hat keine Chance mehr. Jeder Fluchtweg ist ihm abgeschnitten. Vor der rettenden Tür steht Biff mit dem Revolver in der Hand. Hinter ihm geht es 90 Meter in die Tiefe. Jetzt wirst du springen. Ein Selbstmord kommt mir gerade recht. Was ist, wenn ich nicht springe? Bleivergiftung, fürchte ich. Und wenn die Polizei kommt, Biff? Wie werden die passende Waffe zu der Kugel finden? Junge, sieh's ein. Die Polizei gehört mir. Und außerdem haben sie damals die Waffe auch nicht gefunden, mit der dein Vater getötet wurde. Du dreckiges Mist! So was nennt man poetische Gerechtigkeit. Zwei McFlys mit derselben Kanone. Okay, springe. Was? Weg ist er. So leicht hätte ich es mir gar nicht vorgestellt. Aber die Nervensäge war schon immer eine Null. Doch Biff hat sich zu früh gefreut. Plötzlich hebt sich der DeLorean über die Dachkante und auf der Motorhaube steht Marty. Biff ist völlig verblüfft. Und dann haut ihm Doc Brown die Flügeltür vor den Schädel. Das Ding hat gesessen, Doc. Der schläft mal eine Runde. Hast du das mit dem Almanach rausgefunden? Sie werden es nicht für möglich halten, Doc. Wir müssen ins Jahr 1955 zurück. Ich werd verrückt, Marty. Es war am 12. November 1955. Unglaublich, dass der alte Biff ausgerechnet diesen besonderen Tag ausgewählt hat. Das kann nur bedeuten, dass diese Zeit von Natur aus eine kosmische Signifikanz in sich birgt. Beinahe so, als wäre der temporale Knotenpunkt für das gesamte Raumzeitkontinuum. Doch andererseits kann alles auch nur ein dummer Zufall sein. Also gut, auf geht's. Wie meinen Sie das, Doc? Wir können doch nicht losfliegen. Aber sicher! Doc, und was wird mit Jennifer und mit Einstein? Wir können sie doch nicht einfach hier lassen. Keine Angst, Marty. Vorausgesetzt, unsere Mission ist erfolgreich, dann wird das veränderte 1985 in das reale 85 zurückverwandelt. Und die gleiche Transformation gilt für Jennifer und Einstein. Den beiden wird es fabelhaft gehen und sie werden absolut keine Erinnerung mehr an diese schreckliche Zeit haben. Doc, was ist, wenn wir nicht erfolgreich sind? Wir müssen Erfolg haben! Mit dem DeLorean durchbrechen die beiden erneut die Zeitmauer und landen im Jahr 1955 vor den Toren des damaligen Gilbert. Mir kommt es vor, als wäre ich gestern erst hier gewesen. Du warst gestern hier, Marty. Verblüffend, nicht wahr? Also gut, die Sonne wird in 22 Minuten aufgehen. Du marschierst in die Stadt, machst den jungen Biff ausfindig und bestattest ihn. Irgendwann am heutigen Tag taucht der alte Biff auf und gibt dem jungen Biff den Almanach. Du darfst dich keinesfalls in diese Übergabe einmischen. Lass den alten Biff im Glauben, er hätte Erfolg, damit er das Jahr 1955 verlässt und den DeLorean in die Zukunft zurückbringt. Okay. Sobald der alte Biff weg ist, schnappst du dir den Almanach, ganz egal wie. Und vergiss nicht, unser beider Zukunft hängt davon ab. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen, Doc. Du bekommst von mir ein Fernglas und ein Walkie-Talkie, damit wir in Verbindung bleiben. Ich bleibe lieber hier, damit ich nicht doch meinem anderen Ich begegne. Ihrem anderen Ich? Ja, ich bin jetzt zweimal hier und du bist auch doppelt vertreten. Das andere Ich ist der Dr. Emmett Brown aus dem Jahre 1955. Mein jüngeres Ich, das deinem anderen Ich behilflich ist, ins Jahr 1985 zurückzukehren. Weißt du noch, wie der Blitz in die Rathausuhr einschlug? Ja, logisch. Das passiert aber erst heute Nacht. Du musst also vorsichtig sein, damit du deinem anderen Ich nicht begegnest und das vielleicht aus Versehen verhinderst. Ich gebe dir doch ein bisschen Geld mit. Kauf dir ein paar Klamotten aus den 50er Jahren. Geht klar, Doc. Es dauert gar nicht lange, dann hat Marty den jungen Biff gefunden. Hill Valley war damals noch sehr klein. Und er muss mit ansehen, wie seine zukünftige Mutter mal wieder den zudringlichen Biff abwehrt, doch mit einem gezielten Tritt gegen das Schienbein gelingt es ihr. Als Biff fluchend zu seinem Cabrio zurückhumpelt, sitzt plötzlich ein alter Mann am Steuer.
Du konntest schon immer gut mit Frauen umgehen. Hä? Steig sofort aus meinem Auto aus. Aber fix, Alter. Du willst das Mädchen heiraten, Biff? Ich kann dir helfen, dass du es schaffst. Ach ja? Wer sind Sie? So eine schräge Briefkastentante? Steig ins Auto, Flasche. Wen nennen Sie hier Flasche? Sie Flasche! Wie haben Sie den angekriegt? Niemand kann den Wagen anlassen außer mir. Nun steig schon ins Auto, Tannen. Heute ist ein Glückstag, Biff. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ein Geschenk? Etwas, das dich sehr reich machen wird. Du willst doch ein reicher Mann werden, oder? Oh ja, sicher. Klar, aber reichlich reich. Sie wollen aus mir einen reichen Mann machen, ja? Hier habe ich ein Buch. Dieses Buch sagt dir die Zukunft voraus. Darin stehen die Sportwettbewerbe bis zum Ende des Jahrhunderts. Football, Baseball, Pferderennen, Boxen. Die Ergebnisse hier drin sind Millionen wert. Ich schenke es dir. Ja, das ist wirklich nett. Ich bedanke mich vielmals. Und jetzt machen Sie gefälligst eine Mücke, Meister, und steigen Sie endlich aus. Das heißt Fliege, du Idiot. Mach eine Fliege und verschwinde. Das ist ja schrecklich. Du hörst dich wie ein verdammter Trottel an, wenn du alles falsch sagst und verdrehst. Na schön, okay. Sie sollen endlich abhauen. Und nehmen Sie dieses komische Buch gleich mit. Begreifst du denn nicht? Junge, du kannst ein Vermögen machen mit diesem Buch. Sekunde, ich werde es dir zeigen. Frank Kugler zurück zur 19-Yard-Linie der Washingtoner. Kugler liegt 17-16 zurück und wir sind im letzten Viertel und es bleiben nur noch 18 Sekunden Spielzeit bis zum Ende dieser Begegnung. Und ich würde sagen, dass für Kugler alles gelaufen ist. Ich wette mit dir um 1 Million, dass UCLA gewinnt. 19-17. Bist du taub, Alter? Das Spiel ist so gut wie vorbei. Du hast verloren. Ach ja? Ja, es sieht gut aus. Viel Goal! Ugla gewinnt 19-17 und die Menge im Stadion gerät außer Rand und Band. Hey. Na gut, Opa. Wo liegt der Trick? Woher kennst du die Endergebnisse, hä? Wie ich gesagt habe, sie stehen in diesem Buch. Du brauchst nur auf den Sieger zu setzen. Und du wirst niemals verlieren, Junge. In Ordnung. Ich werde mal reingucken. Du verdammter Narr. Lass dieses Buch niemals, niemals irgendwo rumliegen. Hast du denn keinen Safe? Nein. Nein, hab ich nicht. Du hast keinen Safe. Hol dir einen Safe und halt es immer unter Verschluss. Und bis dahin wirst du es ja bei dir tragen. Ich hab verstanden, ja. Und erzähl niemandem ein Sterbenswort davon. Oh, da ist noch was. Hm? Hör gut zu. Eines Tages wird ein Junge oder ein verrückter, wild aussehender alter Mann, der sich für einen Wissenschaftler ausgibt, auftauchen und nach diesem Buch fragen. Sie kennen seinen Wert und wissen, dass du es hast. Und wenn das passieren sollte, schaff sie dir vom Hals. Und damit verlässt der alte Biff den jungen Biff. Am Abend fährt Biff zum Tanzen. Marty ist es gelungen, sich auf dem Rücksitz zu verstecken. Von dort nimmt er per Funk Kontakt zu Doc Brown auf. Doc, ich hab mich in das Auto versteckt. Wir sind unterwegs zum Mann in der Schule. Bei Sauberung unterm See. Sie wissen schon. Hör zu, Marty. Wir müssen durch den ganzen Tag aufgehen. Das wird zu gefährlich. Keine Sorge, Doc. Das Buch liegt auf dem Armaturenbrett. Ich werde es
Schatz mehr schnappen, so wie wir an der Schule sind. Martin, du musst extrem vorsichtig sein, damit du nicht einem anderen Ich begegnest. Einem anderen Ich? Ja, weißt du es denn nicht mehr? Deine Mutter ist mit dir auf exakt derselben Tanzveranstaltung, ja? Ach ja, richtig. Das kann ja stark werden, Doc. Stark, stark, Martin. Was immer auch passiert, dein anderes Ich darf dich nicht sehen. Das kann zu katastrophalen Konsequenzen führen. Ist klar, Doc. Ich muss Schluss machen. Wir sind gleich da. Marty verliert Biff mehrfach aus den Augen. Doch schließlich entdeckt er ihn bei Lorraine im Auto. Dann kommt der junge George McFly, reißt die Tür auf, schlägt den verblüfften Biff nieder und gewinnt damit das Herz von Lorraine. Jetzt sieht Marty seine Chance und läuft hinüber zu Biff, der immer noch am Boden liegt. Ein bisschen zurück, macht Platz. Seid so nett und macht Platz, damit er atmen kann. Geht doch mal zur Seite, er bekommt ja kaum Luft. Ist alles okay. Ich mache jeden Tag eine Herzverpflanzung. Hey, geh doch mal zurück. Was willst du denn? Wollen wir den Krankenwagen holen? Marty! Es geht ihm gut, ich musste ihn nur ruhig stellen. Hey, hast du ihm gerade die Brieftasche geklaut? Quatsch, ich muss weiter. Der Kerl hat seine Brieftasche. Hinterher! Marty kommt in arge Bedrängnis. Die Meute ist ihm auf den Fersen. Doch da senkt sich plötzlich der DeLorean herab. Marty hängt sich an die Stoßstange und wird vor den Augen der staunenden Menge davongetragen. Und die Welt ist um eine UFO-Geschichte reicher. Wenig später haben sie die Stadt hinter sich gelassen. Ich setz dich jetzt ab, Marty. Okay. Ich habe wieder festen Boden unter den Füßen, Doc. Ist bei Ihnen alles okay? Alles klar, Marty. Wir haben ein miserables Flugwetter. Es ist viel zu turbulent, um aus dieser Richtung zu landen. Ich werde eine Runde drehen und mache einen langen Landeanflug von Süden her. Hast du das Buch? In meiner Hand, Doc. Ich hab's in meiner Hand. Und während Doc Brown eine Platzwunde fliegt, verbrennt Marty das unheilbringende Buch. Dann zieht Marty die Titelseite mit der Meldung von der Ermordung seines Vaters aus der Tasche, die Doc Brown ihm gegeben hat. Und ist begeistert. Doc! Die Zeitung hat sich verändert. Das bedeutet, mein Vater ist am Leben. Hier steht jetzt George McFly geehrt. Damit ist alles wieder im Lot, stimmt's? Mission erfüllt. Jennifer, wird es gut gehen. Ganz recht, Marty. Das ist der Ripple-Effekt. Die Zukunft ist wieder da. Lass uns nach Hause fliegen. Sie sagen es, Doc. Nichts wie zurück in die Doc? Doc! Ist alles okay? Das war ganz schön knapp, Marty. Ich hätte beinahe den Löffel abgegeben. Seien Sie bloß vorsichtig. Wir wollen doch nicht, dass Sie von einem Blitz getroffen werden. Komm! Doc! Doc, hören Sie mich! Hören Sie mich, Doc! Bitte komm! Doc! Nein! Ist weg! Mr. McFly? Wie? Ist der Name Marty McFly? Ja. Ich habe etwas für Sie, einen Brief. Ein Brief für mich? Das ist völlig unmöglich. Zum Geier sind Sie überhaupt? Western Union, um ehrlich zu sein, die in der Firma sind ratlos. Wir hatten gehofft, dass Sie die Sache vielleicht aufklären würden. Sehen Sie, wir haben diesen Umschlag jetzt schon seit 70 Jahren in unserem Besitz. Er wurde uns mit der ausdrücklichen Anweisung übergeben, ihn an einen jungen Mann, dessen Beschreibung auf Sie zutrifft und der auf den Namen Marty hört, an genau dieser Stelle, in genau dieser Minute am 12. November 1955 zu übergeben. Wir haben schon Wetten abgeschlossen, ob dieser Marty hier sein würde. Sieht aus, als hätte ich verloren. Haben Sie 70 Jahre gesagt?
70 Jahre, 2 Monate und 12 Tage, um genau zu sein. Unterschreiben Sie auf Zeile 6, bitte. Stimmen erreichte ich diesen Brief unmittelbar, nachdem der DeLorean vom Blitz getroffen wurde. Als erstes möchte ich dir sagen, dass ich noch am Leben bin. Und ich habe die letzten 8 Monate glücklich im Jahr 1885 verbracht. Der Blitz, der mich... 1885? September 1885? Na, warten Sie doch, worum geht's hier eigentlich? Er ist am Leben! Der Doc lebt! Er ist im Wilden Westen, aber er lebt! Sagen Sie mal, ist alles in Ordnung? Oder brauchen Sie Hilfe? Es gibt nur einen Menschen, der mir helfen kann. Marty rennt los. Zum Rathaus von Hill Valley. Da hat der jüngere Doc Brown gerade Martys zweites Ich wieder zurück ins Jahr 1985. Kriegen Sie sich wieder ein, Doc. Ich bin's, Marty. Nein, das ist unmöglich. Ich habe dich gerade eben in die Zukunft zurückgeschickt. Ja, ich weiß, Sie haben mich in die Zukunft zurückgeschickt. Aber ich bin wieder da. Ich bin zurück aus der Zukunft. Güchtiger Himmel, das ist zu viel. Oh. Doc, tun Sie mir das nicht an. Nicht ohnmächtig werden. Ach, na, fabelhaft. Doc, kommen Sie, tun Sie mir das nicht an. Ach, lassen Sie die Scherze, Doc. Das ist stark. Das ist echt stark. Doc, bitte. Ich muss doch in den Wilden Westen zu Ihnen. Nur Sie können mir dabei helfen. Doc, hey, Doc, was soll denn das? Doc, ich flehe Sie an. Ich bin's, Marty. Hey, Doc.